Verstehe ich jetzt nicht, aber nicht. Okay, ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich spreche heute zum Thema, wie man MPLS und Multicast in vernünftiger Weise zusammenführen kann. Beide Technologien gibt es ja schon relativ lange. Aber es gab in jüngster Zeit ein paar nette Ansätze, wie man sozusagen beide Technologien vernünftig miteinander kombinieren kann. Meine Agenda sieht so aus, dass ich zunächst mal ein bisschen was darüber erzähle, was die Motivation dahinter ist, Multicast in VPNs zu machen. Ich werde mich im Wesentlichen auf Layer 3 VPNs beschränken. Es gibt natürlich auch Ansätze, das in Layer 2 VPNs zu machen. Das ist im Wesentlichen derselbe Mechanismus, der darunter liegt, aber ich werde es im Wesentlichen für Layer 3 VPNs machen. Ich erzähle dann ganz kurz was Historisches dazu, wieso der erste Ansatz, das zu tun, fehlgeschlagen ist. Der läuft unter dem Namen Draft Rosen, das ist vielleicht ein Begriff. Dann erzähle ich was darüber, wie man das heute machen kann mit Point-to-Multipoint-Label-Switch-Faden und zuletzt baue ich das dann auch in der Control-Plane entsprechend zusammen und zeige dann auch, was für Möglichkeiten dieser neue Ansatz, der seit 2-3 Jahren diskutiert wird, an Vorteilen bringt. Ich will gar nicht so weit in das Thema Multicast einsteigen, weil ich davon ausgehe, dass eigentlich die meisten von euch wissen, wie Multicast funktioniert und was Multicast ist. Mein Multicast gibt es seit etwas über 20 Jahren. Das, was man wissen muss über Multicast, ist im Prinzip, dass man letztendlich in der Lage sein möchte, möglichst die gleichen Daten gleichzeitig an verschiedene User, also Benutzer zu übergeben. Wohlgemerkt, ganz wichtiger Begriff, der sich jetzt gerade auch in den Anwendungen herausgestellt hat, ist wirklich nicht nur die gleichen Daten, sondern auch zur gleichen Zeit. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Knackpunkt an der ganzen Multicast-Geschichte. Man sieht das ja, ich habe mal so ein paar Anwendungen aufgeführt, die diskutiert werden. Über sowas wie IPTV und sowas hat man ja schon, natürlich schon seit vielen, vielen Jahren gesprochen. Auch diese ersten Ansätze wie MBone sind natürlich immer auf Livestreaming abgezielt gewesen. Aber in Wirklichkeit ist der vor allem kommerzielle Treiber für Multicast das hier, Financial Data. Die großen Börsen, die großen Trading-Companies benutzen fast alle Multicast, um ihre Marktdaten zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch der wesentliche Treiber für die großen Multicast-Netze, die es derzeit gibt. Gut. Vielleicht ganz kurz nur zur Terminologie, damit wir über das Gleiche sprechen. Im Multicast ist es so, dass man zunächst mal eine Quelle hat oder mehrere aus Redundanzgründen, die einen entsprechenden Inhalt zur Verfügung stellen. Es gibt natürlich entsprechend Empfänger, die ihr Interesse daran bekunden, Multicast-Ströme bekommen zu wollen. Also Source und Receiver. Es gibt den Begriff der Gruppe. Gruppe heißt, das ist eine Menge von Benutzern oder eine Menge von Endstationen, die den gleichen Inhalt haben wollen. Das heißt, Inhalt und Gruppe sind in irgendeiner Form miteinander verknüpft. Im IPv4, worauf ich mich jetzt ein Stück weit beschränke, aber das ist wie gesagt keine Einschränkung, ist es so, dass Multicast typischerweise in diesem speziellen Class-D-Bereich adressiert wird. Das heißt, eine Gruppe ist mit einer speziellen Multicast-Adresse verknüpft. Dann gibt es natürlich den Begriff des Multicast-Routing-Protokolls. Der spielt hauptsächlich eine Rolle im Netzwerk selber. Das heißt, es gibt ein Protokoll, das es erlaubt, Multicast-Routen auszutauschen. Typischerweise ist das PIM. Es gibt natürlich auch andere Protokolle, aber PIM ist das Vorherrschende. Zur Begriffsbildung, weil ich es später nochmal brauche, man unterscheidet zwischen Any-Source-Multicast und Source-Specific-Multicast. AnySource heißt, mir als Abonnenten einer bestimmten Information ist es egal, von welcher Quelle ich den Verkehr bekomme. Ich möchte halt nur eine bestimmte Gruppe haben. Während Source-Specific Multicast bedeutet, ich möchte nicht nur eine bestimmte Gruppe abonnieren, also einen bestimmten Informationsfluss haben, sondern ich möchte auch kontrollieren, von welcher Quelle ich das bekomme. Das mag unter Umständen signifikant sein. Von der Schreibweise her habe ich jetzt hier vergessen aufzulisten, also diese ASM-Zustände bezeichnet man meistens als Stern-G, das heißt also Stern als Wildcard für mir ist die Gruppe, mir ist der Sender egal und G für die Gruppe. Und diese Source-Specific-Zustände, die werden als Klammer SG bezeichnet, also Source plus Gruppe.
Gut, und dann gibt es noch das IGMP-Protokoll, wobei das spielt nicht so die ganz große Rolle, weil, wie ich schon gesagt habe, die Anwendungen, die hauptsächlich Multicast heute treiben, sind aus dem Finanzsektor, im Finanzsektor zu suchen. Und da ist es typischerweise so, dass es eigentlich nicht wirklich Endstationen sind, klassische Endstationen, wie zum Beispiel IPTV-User, sondern es sind halt mehr Server, die sowieso eher statische Joins haben. Das heißt also, IGMP spielt dann von der Dynamik her eigentlich nicht so wirklich die große Rolle. Gut, was ist jetzt ein Multicast-VPN? Layer-3-VPNs sind ja relativ bekannt und auch seit gut 10 Jahren in fast allen großen Provider-Backbones im Einsatz. Ist standardisiert worden in RFC 2547, gibt es ein Update von. Aber das Problem an den Layer-3-VPNs, wie wir sie heute kennen, ist, dass sie nur für Unicast-Pakete standardisiert wurden. Das heißt, in dem ursprünglichen Dokument ist nichts von Multicast drin. Noch nicht mehr die Anforderung, dass es irgendwie zukünftig mal unterstützt werden soll. Das heißt, das ist ein Mangel, den wir jetzt versuchen zu beheben. Ein wichtiges Prinzip von einem BGP-MPLS-basierten Layer-3-VPN ist, dass der Kunde mit seinem CPE-Gerät typischerweise nicht mit anderen CPEs von sich spricht, sondern mit dem Provider selber. Das ist der Unterschied zwischen einem Overlay-VPN und einem Peer-VPN. Vor den BGP-basierten Layer-3-VPNs war es so gewesen, dass man im Prinzip über eine Provider-Wolke mit Leastlines letztendlich Overlay-Netze gebaut hat. Mit der Einführung von BGP-basierten Layer-3-VPNs war es dann so, dass man wirklich PE zu CE Router entsprechendes direktes Routing machen kann. Das erhöht die Skalierung enorm und macht es auch deutlich weniger komplex. Wenn wir jetzt Multicast einführen, dann möchten wir natürlich zunächst mal als Forderung stellen, dass sich das genauso verhält wie im Unicast-Fall. Das heißt, wir versuchen möglichst viel von dem, was wir an bekannter Technologie schon haben, zu übernehmen. Wir wollen, wie gesagt, dieselbe Architektur haben wie im Layer-3-VPN. Wir möchten möglichst dieselben Mechanismen weiterverwenden, also BGP als Control Plane und MPLS Label Switch Pfade als Data Plane und das ist die Zielsetzung. Ich zeige gleich, der erste Versuch, das zu machen, war relativ weit davon weg. Der Versuch, der aktuell standardisiert wird, ist relativ nah da dran. Vielleicht zur Begriffsbildung noch mal ganz kurz. Bei einem Multicast VPN ist es so, dass man zwei Mengen von Kundenanschlüssen unterscheidet, nämlich sogenannte Senderstandorte und Receiver-Standorte. Ein Standort kann natürlich auch beides sein, aber die Begriffsbildung ist relativ wichtig, weil wir später sehen werden, wenn ich Point-to-Multipoint-LSPs einsetze, dann brauche ich die natürlich nur dort zu initiieren, wo ich Sender habe und nicht da, wo ich Empfänger habe. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu dem Rosentraf, den ich gleich nochmal kurz diskutieren werde. Gut, was für Anforderungen habe ich an Multicast VPN? Es ist so, dass ich zunächst mal natürlich gerne möchte, dass das optimal ist. Und zwar optimal in zweierlei Gesichtspunkten. Zum einen optimal, was das Routing angeht. Das heißt, ich möchte eigentlich ganz gerne, dass genau wie beim Unicast Layer 3 VPN es so ist, dass ich eine Unterscheidung habe zwischen Edge-Routern und Core-Routern. Und auf den Core-Routern möchte ich eigentlich keine kundenspezifischen Informationen haben. Das heißt, er soll möglichst wenig Zustände haben und soll eigentlich relativ dumm sein. Ich möchte alle Kundeninformationen auf den Edge-Routern haben. Das ist eine Anforderung, die ich habe. Weil das Problem ist, wenn ich auf den P-Routern anfange, kundenspezifische Informationen zu haben, dann skaliert das einfach nicht mehr. Ich habe da tausende von VPNs mit noch viel, viel mehr vielleicht Zuständen, Routen oder was auch immer. Das wäre einfach der Tod für jeden P-Router. Zumal man ja heute auch versucht, in Core-Netzwerken immer dümmere Router einzusetzen, die einfach nur noch Bandbreite hin und her schaufeln. Und dann wäre natürlich Explosion von Routing-Zuständen einfach kontraproduktiv. Das Zweite, was ich gerne hätte, ist eine optimale Bandbreite. Das heißt, ich möchte natürlich möglichst nicht Pakete mehrfach über die gleichen Links übertragen. Ich möchte gerne möglichst spät Multicast-Pakete replizieren. Ich möchte dafür sorgen, dass ein Empfänger möglichst auch nur ein Paket bekommt und nicht 5 oder 6 Mal das Ganze. Das heißt also, ich habe hier auch eine Anforderung an Bandbreite und an der Art und Weise, wie die Dataplane funktioniert. Das Problem ist, beides zusammen bekomme ich nicht hin gleichzeitig. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich habe irgendwo einen Kompromiss, den ich eingehen muss zwischen ich verteile das optimal und ich habe irgendwie eine geringe Anzahl von Zuständen in meinem Core-Netzwerk. Denn
je besser ich versuche sozusagen den Datenbaum zu optimieren, desto schwieriger wird das mit den Zuständen, weil ich dann einfach viel mehr Kenntnisse haben muss, wo welcher Verkehr hin soll. Gut, an das PEC-Routing gibt es natürlich auch noch eine Anforderung, die gleiche im Prinzip wie ans Unicast auch. Beim Unicast ist es so, dass ich typischerweise OSPF, BGP, Status Routing, RIP mit meinem PE-Router spreche. Im Multicast-Routing stelle ich dann einfach die Forderung, dass ich auch hier wieder direkt das Routing spreche mit dem P-Router, das heißt, das ist dann sowas wie PIM beispielsweise oder falls direkt Empfänger dranhängen, sowas wie IGMP V2 oder V3, das ist die Voraussetzung, die ich hier habe. Also auch hier, ich möchte keine Overlay haben, das heißt, ich möchte nicht CE-Router zu CE-Router Multicast austauschen, sondern ich möchte wirklich ein Peer-Modell haben, genau wie beim Unicast auch. Das ist relativ wichtig. Es ist natürlich so, dass der Provider selber auch irgendeine Art von Multicast-Zustand in seinem Netzwerk hat. Deswegen unterscheidet man sogenannte C-Multicast-Zustände von P-Multicast-Zuständen. Also C bedeutet immer Customer. Das heißt, das ist das Protokoll, was zwischen dem Kunden und dem Provider läuft, CE zu PE. Und später werden wir sehen, die Zustände, die sozusagen im Provider-Core selber sind, die heißen dann P-Instanzen, also für einfach Provider intern. Das kann das Gleiche sein, muss aber nicht das Gleiche sein. Wohlgemerkt, es gibt einige, die fordern auch Unterstützung von anderen Protokollen außer PIM, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Und auch bei PIM ist es so, dass man eigentlich einen relativ großen Konsens dafür hat, nur Sparse-Mode zu verwenden, also als Any-Source oder als Source-Specific-Mode oder gegebenenfalls auch als PIM-BDA, aber nicht Dense-Mode oder irgendwie DVMRP oder was auch immer. Also das ist dann eher exotisch und auch nicht standardisiert. Gut, eine Folie noch, die ein bisschen abstrakterer Natur ist. Man hat, um das Ganze konzeptionell die Architektur aufzubauen, einen Begriff eingeführt, der P-Multicast Service Interface heißt oder kurz PIMSI. Das ist im Prinzip ein logisches Interface, was zwischen dem VRF, dem Multicast VRF, also Multicast-fähigen Virtual Routing Forwarding Table, von dem einen PE-Router zum nächsten oder übernächsten PE-Router hängt. Das heißt, man baut sozusagen eine logische Verbindung über ein Core-Netzwerk auf zwischen MPLS-fähigen VRF-Instanzen oder MPLS-fähigen VPNs auf den PE-Routern über das P-Netzwerk hinweg. Wie man das genau macht, ist dann sozusagen eine spezifische Wahl. Das heißt, man hat zumindest mal dieses abstrakte Konstrukt und baut dann tatsächlich eine konkrete Realisierung, um dieses PIMSI zu realisieren unten drunter. Das Konstrukt, was man drunter legt, ist ein sogenannter P-Tunnel. Dieser P-Tunnel kann auf verschiedenen Protokollen basieren. Der erste Ansatz, den ich gleich zeige, war, dass man es mit PIM gemacht hat. Der Ansatz, den ich dann etwas später präsentiere, ist dann halt tatsächlich MLDP oder RSVP-TE zu benutzen, um Point-to-Multipoint-LSPs aufzubauen. Zur Begriffsbildung auch noch ganz kurz. Man unterscheidet bei diesen P-Tunneln oder PIMSI-Interfacen sogenannte Inclusive P-Interfaces und Selective P-Interfaces. Inclusive bedeutet schlicht und einfach, dass ich nur einen einzigen Tunnel habe für alle Multicast-Gruppen. Wir müssen uns vorstellen, wenn ein Kunde Multicast mit einem Provider spricht, dann bedeutet das ja nicht, dass er nur eine einzige Multicast-Gruppe hat, sondern er hat viele, viele Multicast-Gruppen für viele, viele Anwendungen. Also im Finanzsektor beispielsweise ist es so, dass ich für verschiedene Börseninformationen, wegen mir für Getreide, für Metalle, für was auch immer, unterschiedliche Multicast-Gruppen typischerweise habe, weil ja nicht jeden alles interessiert. Und wenn ich alle diese Informationen über dieselben Tunnelinfrastruktur transportieren würde, dann würde man das als Inclusive bezeichnen. Das heißt, ich habe einen Tunnel für viele Multicast-Gruppen. Wenn ich hingehe und sage, okay, das ist aber jetzt nicht mehr effizient, sowohl von der Bandbreite als auch von der Menge der Teilnehmer, dann kann ich das aufsplitten und kann hingehen und kann nur eine Submenge dieser Multicast-Gruppen oder wegen mir sogar nur eine einzelne Multicast-Gruppe über einen dedizierten Tunnel laufen lassen. Und das nennt man einen sogenannten Selective Tree, der Selective P-Tunnel. Das heißt, es gibt wirklich dann für jede Gruppe einen unterschiedlichen P-Tunnel beispielsweise. Gut, zur Control Plane vielleicht noch ein Wort, eine allgemeine Bemerkung. Es gibt, wie gesagt, einen Draft, der spezifiziert hat, wie man die Multicast-Information über das Netzwerk transportiert. Die Control Plane ist in diesem Draft mit BGP designt worden.
Und die erfüllt mehrere Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, ein sogenanntes Auto-Discovery hinzubekommen. Das heißt, man möchte herausbekommen, welches VPN bzw. gegebenenfalls auch welcher Standort innerhalb einem VPN überhaupt am Multicast teilnimmt. Die Tatsache, dass ich ein Layer-3-VPN habe mit 20 Standorten, heißt ja nicht unbedingt, dass an allen 20 Standorten auch wirklich Multicast benötigt wird. Das heißt, ich brauche einen Mechanismus, um rauszukriegen, wo ein Sender ist und oder wo Sender sind, allgemein für Redundanz, und wo Empfänger sind. Dafür brauche ich einen Auto-Discovery-Mechanismus, also damit ich möglichst wenig selber manuell konfigurieren muss. Dann brauche ich eine Möglichkeit zu sagen, wie ich die Peep-Tunnel signalisiere, das heißt zum einen sage, welchen Job nutzen will, wenn ich in diese Seite zurückgehe. Ich habe ja jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, die ich einsetzen kann. Es gibt sogar noch ein paar mehr. Ich muss eine Möglichkeit haben, wie sich sozusagen die VRFs unterhalten und sagen, okay, ich möchte diesen Typ von Peep-Tunnel benutzen, zum Beispiel RSVPTE oder PIM. Und es muss natürlich auch eine Möglichkeit geben, tatsächlich die C-Multicast-Routen zu verteilen. Also ich habe die Situation, dass ich an einem Standort über PIM eine Multicast-Route lerne und die muss ich am anderen Standort dem Kunden ja auch wieder übergeben. Das heißt, ich muss die Kunden-Multicast-Route irgendwie über das Netzwerk tunneln. Und auch das kann man, wie gesagt, mit BGP machen. Geht gleich nochmal drauf ein. Gut, ein ganz kurzer historischer Abriss. Der erste Ansatz, Multicast in einem Layer-3-VPN zu machen, ist entwickelt worden von Eric Rosen. Das ist mittlerweile ein historischer RFC, ursprünglich mal bekannt unter Draft-Rosen VPN MCAST, also meistens als Draft-Rosen bezeichnet. Der hat durchaus einige Ähnlichkeiten mit einem Unicast Layer-3-VPN, aber er hat ein paar spezifische Sachen, die doch ein bisschen anders aussehen. Und der Hauptpunkt hier ist, dass die Enkapsulierung in Wirklichkeit gar nicht MPLS ist. Das heißt, wir haben hier ein MPLS-basiertes Layer-3-VPN, aber der Multicast-Verkehr in Draft-Rosen ist nicht MPLS-basiert, sondern er ist eine Generic Routing Encapsulation, das heißt ein GIE-Tunnel. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Das heißt, die Pakete auf der Dataplane werden nicht über einen gelabelten Pfad transportiert, sondern sie werden in letztendlich ein anderes IP-Paket eingebaut. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die Core-Router, weil sie ja keinen Label-Switch-Pfad sehen, der für sie einigermaßen transparent wäre, sondern tatsächlich IP-Routing machen müssen, und zwar IP-Multicast-Routing, Zustände haben. Das heißt, die P-Router haben jetzt tatsächlich Kunden spezifische Multicast-Routen in den Routing-Tabellen. Und diese Multicast-Routen werden im Draft-Rosen über PIM signalisiert, und zwar über PIM Sparse Mode. Ob das jetzt dann BDIR oder was auch immer ist, ist dann egal, aber es ist im Wesentlichen PIM Sparse Mode. Der ursprüngliche Draft-Rosen hatte keinen Mechanismus für Auto-Discovery, das heißt, man musste wirklich manuell auf jedem Router was konfigurieren. Das ist jetzt nicht mehr so, weil es eine Erweiterung gibt, eine optionale Erweiterung, mit der man das Auto-Discovery über BGP machen kann. Gut, da muss man natürlich die Frage stellen, wenn ich sowieso BGP als Control-Plane benutze, wieso will ich dann überhaupt noch Draft-Rosen einsetzen, weil dann bin ich ja eigentlich den ersten Schritt in Richtung des Next-Generation-Multicast schon gegangen. Gut. Hier habe ich mal ein Bild, wie das funktioniert. Ein kleines Netzwerk mit vier PE-Routern. Die Core-Router habe ich einfach mal weggelassen aus Gründen der Übersichtlichkeit. Ich habe hier zwei VPNs, ein blaues und ein rotes. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Der Kunde spricht hier irgendein Multicast-Routing-Protokoll, zum Beispiel PIM Sparse Mode, mit dem PE-Router. Und was gemacht wird, ist, dass alle Standorte, die in diesem roten VPN sind, die brauchen eine Core-Multicast-Gruppe, die über irgendein Protokoll signalisiert wird. Das habe ich hier mal mit rot gezeichnet, über die sie miteinander kommunizieren. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist, dass ich hier nicht mehr so ohne weiteres in der Lage bin, einen sogenannten Selective Tree aufzubauen. Das heißt, das hier ist tatsächlich das Beispiel eines Inclusive Trees. Jeder, der an diesem roten Standort dranhängt, jeder PE-Router, muss sozusagen an dieser Core-Multicast-Gruppe teilnehmen. Und für das Blaue dann analog, das ist dann halt eine andere Verteilung, anderer Baum vielleicht auch ein anderes Core-Protokoll, aber letztendlich auch wieder eine Core-Multicast-Gruppe, über die die ganzen Informationen verteilt werden. Das ist sozusagen die Control-Plane. Logisch gesehen sieht das dann so aus, für die, die es schon mal gehört haben oder vielleicht auf einem Router schon mal konfiguriert haben, diese Core-Multicast-Gruppe heißt ein Default-MDT in der alten Terminologie, also eine
Multicast Distribution Tree. Der ist auch permanent da. Über diesen Multicast Distribution Tree werden sowohl die Pakete, also die Datenpakete des Kunden, also die Multicast-Pakete, als auch die PIM-Control-Nachrichten gesendet. Und im Prinzip sieht diese MDT, dieses Default-MDT so aus, dass aus Sicht der PE-Router so aussieht, als ob alle PE-Router an einem LAN dranhängen würden. Ja, das sieht also wirklich aus, als ob die PE-Router mit ihrem WRF quasi an einem Ethernet-Segment hängen und direkt miteinander kommunizieren können. Das ist halt eine Core-Multicast-Gruppe, über die das Ganze dann transportiert wird. Für den Fall, dass, also vielleicht sollte ich vorweg sagen, die Situation bei dieser, bei diesem Default-MDT ist, dass wenn ich jetzt sehr, sehr viele Multicast-Gruppen habe, werden alle Multicast-Gruppen des Kunden über dasselbe, über dieselbe Core-Infrastruktur transportiert. Das ist natürlich suboptimal, weil unter Umständen nicht für jede Gruppe an jedem Standort auch tatsächlich ein Empfänger hängt. Deswegen gibt es optional die Möglichkeit, noch weitere MDTs, nämlich sogenannte Data-MDTs, aufzuspannen, die dann wirklich für spezielle Gruppen da sind. Das wird aber dann dynamisch signalisiert und typischerweise mit Schwellwerten konfiguriert. Das heißt, man sagt, wenn der Verkehr für eine bestimmte Gruppe beispielsweise 1 Megabit pro Sekunde überschreitet oder 5 Megabit oder 10 Megabit, dann mache bitte noch eine zweite Core-Gruppe auf, über die ich dann diese spezielle Gruppe transportieren kann. Das wäre dann der Fall eines Selective Trees. Der muss dann aber nicht mehr alle P-Router umspannen, sondern der kann dann tatsächlich nur die beinhalten, die wirklich auch Empfänger für diese Gruppen haben. Wohlgemerkt, diese Multicast-Gruppen sind Core-Gruppen. Ja, die haben nichts mit den Multicast-Gruppen-Adressen zu tun, die der Kunde verwendet. Das ist in der Tat nur für das Core-Netzwerk selber und muss nur da eindeutig sein. Von der Dataplane sieht es so aus, ich habe das mal als Kette jetzt gemalt, wenn ein Kunde ein Multicast-Paket sendet, ich habe das mal als C-Paket bezeichnet, dann hat das typischerweise eine Multicast-IP-Adresse als Ziel. Im Core selber wird es in GIE eingepackt, deswegen kommt dann Header und ein Trailer davor. Das ist die Core-Multicast-Gruppe, über die es transportiert wird. Und auf der anderen Seite wird es wieder ausgepackt und da steht natürlich dann logischerweise die ursprüngliche Multicast-Information wieder drin. Einer der wesentlichen Nachteile an diesem Draft-Rosen-Ansatz ist eigentlich diese GIE-Enkapsulierung, weil GIE, also mehr oder weniger IP in IP, hat natürlich den Nachteil, dass das sehr ressourcenintensiv ist. Ich meine, jeder, der sich mal mit einer etwas moderneren Router-Architektur beschäftigt hat, weiß, dass man, um GIE-Encapsulation zu machen, letztendlich entweder einen softwarebasierten Router braucht, wo das auf die CPU-Last geht, oder irgendwie einen hardwarebasierten, der unter Umständen zwei Lookups pro Paket machen muss. Das heißt, da braucht man in der Regel Hardwarebeschleunigung für oder die Performance geht runter oder was auch immer. Deswegen ist das ein Ansatz, der eigentlich nicht wirklich skalierbar ist, wenn man sehr, sehr viel Multicast benutzt. Viel schöner wäre es eigentlich, wenn man den Multicast-Verkehr so transportieren könnte, wie man das für den Unicast-Verkehr auch macht, nämlich über MPLS-basierte Label-Switch-Pfade. Das heißt, man packt nur ein einfaches Label davor und kann dann auf den Core-Routern entsprechend was switchen. Das Problem ist nur, dass die Label-Switch-Pfade, die wir bislang benutzt haben, immer Punkt-zu-Punkt sind. Das heißt, sie haben einen Anfangs- und einen Endpunkt und das war's. Deswegen brauchen wir hier ein bisschen Erweiterung und das sind die sogenannten Point-to-Multipoint-LSPs. Point-to-Multipoint-LSP ist jetzt in der Tat das fundamentale Konstrukt, was wir unter diese Architektur drunter legen. Ein Point-to-Multipoint-LSP ist letztendlich nichts anderes wie ein Label-Switch-Pfad, der einen Eingang hat, also einen sogenannten Root-Knoten, also Startpunkt, aber mehrere Ausgänge. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr einen, sondern tatsächlich mehrere Endpunkte. Das Problem dabei ist natürlich, dass alle zumindest Ausgänge mal wissen müssen, wo der Root-Knoten ist. Müssen wir überlegen, wie man das hinbekommt. Ob der Root-Knoten wirklich wissen muss, wo die Ausgänge sind, sei mal dahingestellt. Also es könnte ja sein, dass er einfach sendet und das Netz irgendwann weiter und weiter und weiter diesen Baum aufspaltet. Das ist, je nachdem, welches Konstrukt man benutzt, notwendig oder nicht notwendig. Aber die erste Forderung, dass wirklich alle Ausgänge, also alle Leaf-Knoten, also alle Endstationen, wissen, wo sozusagen der Sender sitzt, ist notwendig, allein schon aufgrund von RPF-Checks. Gut. Ich gehe am besten gleich mal auf die beiden Alternativen ein, die man hat, um Point-to-Multipoint-LSPs aufzubauen. Bevor ich das mache, kurz erst noch die Dataplane vielleicht.
Beim Point-to-Multipoint-LSP ist es so, dass ich, wie gesagt, einen Label-Switch-Pfad habe. Die Daten packe ich entsprechend in ein gelabeltes Paket ein. Und die Idee ist halt jetzt, während normalerweise bei einem Point-to-Point-LSP so ist, dass ich wirklich hier an einem P-Router immer nur eine Swap-Operation habe, von einem Label auf ein anderes, von einem Label auf ein anderes, ist es jetzt hier so, dass es Router gibt, die nicht nur ein In-Label haben, sondern tatsächlich mehrere Out-Labels und mehrere Outgoing-Interfaces. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, aus einem Paket mit einem Label, zum Beispiel der 57, dann ein Ausgangspaket zu machen auf einem Interface mit der 44, im anderen mit der 31. Also diese Tabelle stammt von dem Router P5. Ja. Zwei wesentliche Bemerkungen dazu, die mögen trivial sein, aber wenn man das wirklich programmieren oder entwickeln will, sind sie es nicht. Das eine ist, was die Sache auf der Data Plane, vor allem wenn man das auf der Chip-Ebene mal anguckt, ein bisschen kompliziert macht, ist, dass es in dem Point-to-Multipoint-Konstrukt die Situation gibt, dass ein Router unter Umständen gleichzeitig P- und PE-Router sein kann. Und bei einem Point-to-Point-LSP ist es so, ich habe einen eingehenden PE-Router, der packt ein Label drauf, dann habe ich einen Haufen von Transit-Routern, die machen nur Label-Swapping, und dann habe ich einen ausgehenden Router, der letztendlich das Label wegnimmt und dann dem Kunden wieder zustellt, das Paket. Hier kann ich aber die Situation haben, dass ich einen Router habe, der sozusagen sowohl P- als auch PE-Router ist. Das heißt, der hat lokal einen Kunden, der diesen Multicast-Stream haben will. Das heißt, der muss das Label wegnehmen und das an ein Kundeninterface weitergeben. Er kann aber gleichzeitig auch Transit-Router sein an einen weiteren PE-Router, der hinten dran liegt. Habe ich jetzt in der Abbildung nicht dran, aber wenn wir uns jetzt vorstellen würden beispielsweise, dass an diesem Router auch gleichzeitig Kunden dranhängen würden, dann müsste er sozusagen das Label wegnehmen in Richtung Kunde und müsste gleichzeitig aber in Richtung anderer PE-Router weiter switchen. Das nennt man dann so einen BAT-Router. Und das ist nicht so ganz trivial auf der Chip-Ebene zu machen. Also Swapping ist relativ einfach, Wegnehmen ist relativ einfach, aber beide Operationen gleichzeitig auf ein Paket anzuwenden, ist nicht ganz so einfach. Das Zweite ist, für die Leute, die sich mit Point-to-Point-LSPs schon mal beschäftigt haben, da ist es so, dass der Transport-LSP typischerweise von dem letzten auf den vorletzten Router schon das Label wegnimmt. Das nennt man Pan-Ultimate Hop-Hopping. Das heißt, um sozusagen den Label-Stack direkt zu verringern und zu verhindern, dass der letzte Router zwei Lookups machen muss, gibt es die Situation, dass hier auf den letzten Links sozusagen kein Label mehr drauf ist. Das ist bei Point-to-Multipoint-LSPs nicht so. Beim Point-to-Multipoint-LSPs gibt es kein Pan-Ultimate Hop-Hopping. Wieso nicht? Weil ich in der Lage sein muss, zu identifizieren, von welchem LSP das Multicast-Paket kommt. Wenn ich das Label weggenommen habe, kann ich das nicht mehr identifizieren. Ich muss es aber identifizieren können, weil es ja im Multicast das Konzept des RPF-Checks, des Reverse Path Forwardings gibt. Das heißt, ich muss sagen können, ja, von diesem LSP, das ist tatsächlich mein bester zum Upstream. Deswegen muss ich in der Lage sein, zu identifizieren, von was für ein LSP es kommt. Gut, jetzt aber auf die Situation, wie kann ich so ein LSP aufbauen? Es gibt zwei Protokolle, die es unterstützen. Das etwas ältere ist RSVP-TE. Da gibt es eine Point-to-Multipoint-LSP-Erweiterung für. Bei RSVP-TE ist es so, dass typischerweise der Root-Knoten in Richtung der Leaf-Nodes den Pfad aufbaut. Das heißt, es ist so, dass derjenige Knoten, an dem der Sender dranhängt, wissen muss, an welchen anderen Routern sozusagen die Empfänger dranhängen. Das ist eine Aufgabe, die RSVP-TE nicht selber lösen kann. Dafür braucht man den Auto-Discovery-Prozess, auf den ich dann gleich nochmal zurückkomme. Das heißt, das ist nicht innerhalb des Protokolls. Diese Liste von Empfängern muss einfach bekannt sein. Gut, ansonsten ist es so, dass einfach ein Routing-Algorithmus berechnet, was ist der kürzeste Weg von meinem Sender zum Empfänger. Dann gibt es eine Signalisierung. Der Pfad wird berechnet, die Labels werden ausgetauscht, relativ einfach. Was sich unterscheidet zum Punkt-zu-Punkt-Fall ist einfach nur, dass ich jetzt sozusagen einen Punkt-zu-Multipunkt-Tunnel habe. Ich habe sogenannte Sub-LSPs, die ich irgendwie mit einer vernünftigen Identifizierung zusammenfügen muss. Ich habe das hier mal aufgemalt, das wird ein bisschen klarer. Der Knoten, an dem der Empfänger dranhängt, sendet sogenannte Pfadmeldungen, und zwar in Richtung aller Receiver. Das sind also tatsächlich in diesem Fall drei Stück. Die werden dann entsprechend über Unicast geroutet und die entsprechenden PE-Router senden dann Reservierungsmeldungen zurück. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass hier drei LSPs aufgebaut werden. Es sind zwar drei Sub-LSPs, aber es ist in Wirklichkeit nur ein LSP. Die werden an den Knoten, an denen sie sozusagen sich von der Data Plane her verzweigen, werden die zusammengeführt und dann werden die gleichen Labels hier transportiert. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen
hier zwei Sub-LSPs habe und hier zwei Sub-LSPs und da dann tatsächlich drei, sondern das ist nur auf der Control-Plane, so auf der Data-Plane, führe ich tatsächlich sozusagen diese Labels und diese Labels mit denen dann entsprechend wieder zusammen. Ja. Gut. Der zweite Ansatz, Point-to-Multipoint-LSPs aufzubauen, ist MLDP. MLDP ist noch nicht fertig standardisiert, das ist in der ITF, gerade in der RFC Editor Queue. Das heißt also, man hat sich mehr oder weniger darauf geeinigt, wie das aussehen soll, aber es ist noch nicht final in RFC gegossen. Das Point-to-Multipoint-LSP mit MLDP ist insofern ein bisschen nativer, als dass es tatsächlich von den Empfängern zum Sender geht. Also auch bei LDP ist es ja immer so, dass ich sozusagen upstream mit meiner Signalisierung gehe. Und so ist es hier auch. Das ist natürlich gerade für den Multicast-Fall eigentlich die logischere Variante, nämlich dass sozusagen Empfänger ihr Interesse bekunden und dann in Richtung des Senders sozusagen sich an einen Multicast-Baum anhängen. Hier ist es natürlich so, dass die Empfänger quasi wissen müssen, wo der Sender ist. Auch das ist im LDP nicht drin, obwohl es auch dafür momentan einen Standard oder einen Standardversuch gibt für Inbandsignalisierung. Das würde man hier typischerweise auch über Auto Discovery machen. Gut, ansonsten ist der Rest relativ ähnlich. Wir gucken uns das hier mal an. Es ist also so, dass dieser Knoten hier weiß, wo der Sender ist. Wie gesagt, das kann das Protokoll selber nicht. Das muss außerhalb passieren. Und dann sendet es einfach ein sogenanntes FACT, das ist eine Forwarding Equivalence Class für ein Point-to-Multipoint-LSP aufzubauen, hat auch gleich ein Label als Vorschlag und sendet das quasi in Richtung des Senders und mit der Multicast-Gruppe, die es sozusagen joinen will. Man sieht, der Signalisierungsaufwand ist ja erheblich geringer, dafür hat man natürlich ein paar Nachteile. Ne? Das kennt man ja, diese Diskussion zwischen LDP und RSVP, die kann man genauso für Point-to-Multipoint führen. Bei LDP ist einfach ein bisschen leichtgewichtiger, weniger Zustände, weniger Signalisierungsaufwand, dafür natürlich keine Möglichkeit des Traffic Engineerings, keine Möglichkeit des MPLS Fast Reroute. Muss man halt überlegen, was für einen selber sozusagen das Wichtigere ist, also welches Protokoll sozusagen, also wenn man diese Anforderungen nicht hat, das MLDP ist sicher einfacher, wenn man halt 50 Millisekunden Protection haben will und diese Sachen, dann muss man unter Umständen auf RSVP gehen. Das ist eine Wahl, die man einfach beim Design des Netzes treffen muss. Gut, im letzten Abschnitt will ich ganz kurz was dazu erzählen, wie die Control Plane aussieht. Es ist so, dass man neben dem normalen BGP, für das man ja schon für die Layer 3 VPNs eine neue Adressfamilie eingeführt hat, die meistens als VPN-V4 bezeichnet wird, jetzt eine weitere Adressfamilie einführen muss, die sozusagen Multicast-VPN signalisiert. Das heißt, man hat jetzt eine weitere Adressfamilie im BGP, was man über die Capability Negotiation typischerweise dann aushandeln muss. Das heißt, der Router muss in der Lage sein, diese BGP-Attribute zu verstehen. Das ist im Wesentlichen die IPv4 oder IPv6 Adressfamilie mit dem Subadressfamilie Identifier 5. Das heißt, es ist dann je nachdem, ob es für V4 oder für V6 ist. Gehen wir mal von V4 aus, das ist am einfachsten. Das sind die Root-Typen, die dort ausgetauscht werden können. Nicht alle sind wirklich relevant. Die wichtigsten sind Typ 1, Typ 2, das sind die Auto-Discovery-Routen. Die kann man auch benutzen, um sozusagen Auto-Discovery für Draft-Rosen zu machen, als Erweiterung. Im Next Generation Multicast VPN, wie das so schön heißt, sind sie sozusagen schon per Default drin. Und dann gibt es hier entsprechend Meldungen für Auto-Discovery für Selective Trees, also nicht nur für Inclusive, sondern auch für Selective Trees, um dann zusätzlich zum Beispiel hinzubekommen, dass man für bestimmte Multicast-Gruppen eigene Verteilbäume aufbauen kann. Es gibt eine sogenannte SAS-Discovery-Meldung. Das ist im Prinzip das, was in Inter-AS-Multicast typischerweise das MSDP übernimmt, also die Übergabe von Informationen zwischen Rendezvous Points typischerweise, also ein Mapping zwischen SAS und Multicast-Gruppe. Und dann gibt es das, was halt wirklich diese neue Control-Plane ausmacht, nämlich die C-Multicast-Routen. Das heißt wirklich die Möglichkeit, über das BGP die Kundenrouten zu tunneln. Ja, also genauso wie man im Unicast-Fall die Kundenrouten tunnelt, indem man Route-Distinguisher und Route-Targets in das Paket mit einbaut. Das ist so, dass man hier über ganz spezielle Route-Pakete das entsprechend tunnelt. So, wie sieht das aus? Das Auto-Discovery sieht so aus, dass man einfach diese Auto-Discovery-Route Typ 1 oder Typ 2 sendet. Das heißt, jeder Router, der entsprechend an diesem Multicast-VPN teilnimmt, sendet einmalig so eine Route und dann wissen alle anderen das. Die wird ganz normal versendet,
mit demselben Route-Target und dem Route-Distinguisher, wie das für die Unicast-Routen auch der Fall ist. Wohlgemerkt, nicht jeder Router, der in dem VPN teilnimmt, muss auch gleichzeitig im Multicast teilnehmen. Es könnte sein, dass ich 10 Standorte habe, von denen wir nur 5 Multicast machen. Und dementsprechend wird das Auto-Discovery das schon mal auf die einschränken. Das ist was beispielsweise beim Draht-Rosen nicht so ohne weiteres vorhanden ist. Gut, wie sieht der Route-Ablauf ansonsten aus? Das Erste, was passiert, ist, dass typischerweise ein Router seine Loopback-Adresse über eine Unicast-Route verteilt und jetzt ein zusätzliches Attribut hier dranhängt, das RT-Import heißt. Das ist ein neues Extended Community-Attribut, was man verwendet, um sicherzustellen, dass hinterher die Joins nur zu den Knoten gehen, die das wirklich betrifft. Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Im nächsten Schritt ist es so, das ist eigentlich der spannendere Teil, dass beispielsweise ein Kunde einen Standort hat. An diesem Standort hängt entweder ein Router oder wegen mir auch ein Host. Der möchte an einer bestimmten Multicast-Gruppe teilnehmen. Beispielsweise an der 232.1.2.3. Er sendet also einen Join, einen C-Join in dem Fall, also einen Kunden-Join. Er weiß auch vielleicht schon, wo die Source ist, weil er einen eigenen Rendezvous-Point hat. Und zwar ist die Source 172.16.3.5. Das ist ein Server, der hier hinter CI1 hängt. Und was er jetzt macht, ist, er guckt diese Adresse nach in seiner Unicast-WRF-Tabelle und stellt dann fest, dass an dieser Unicast-Route dieses Route-Import-Target dranhängt, was ich hier eben schon mal gezeigt habe. Und dieses Route-Import-Target hängt er jetzt als Export-Target an seine 10 Multicast-Pakete dran. Und das führt dazu, dass die Pakete, die jetzt verteilt werden, alle PE-Router, gegebenenfalls auch über einen Route-Reflektor, zwar an allen PE-Routern ankommen, aber nur derjenige, der dieses Route-Import-Target als Export gesendet hat, importiert die Route. Das heißt, diese beiden Router, PE2 und PE3, werden schlicht und einfach dieses Paket ignorieren. Das heißt, ich habe jetzt sichergestellt, dass nur der Router wirklich damit weiterarbeitet und einen entsprechenden Multicast-Zustand aufmacht, der wirklich dieses Import-Target gesendet hat. Gut, und das ist genau das, was passiert. Nur er nimmt es an und er wandelt es dann entsprechend wieder in C-Join um und sendet es dann einfach weiter an den Kunden. Ja, und das ist im Prinzip die ganze Art und Weise, wie das funktioniert. Gut, ich habe jetzt das Ganze nur für AnySource-Multicast ich habe das Ganze nur für Source-Specific Multicast jetzt gerade gezeigt. Das heißt, wir hatten die Situation, dass hier der Kunde schon wusste, wo die Quelle ist. Für AnySource Multicast funktioniert es im Prinzip genauso, mit dem Unterschied nur, dass wir erst in Richtung Rendezvous Point müssen und der Rendezvous Point dann letztendlich zur eigentlichen Source muss. Es ist eigentlich relativ egal, wo der Rendezvous Point sitzt. Das macht aber aus designtechnischen Gründen in der Regel Sinn, das mit dem PE-Router zu kollokieren, ist aber keine Voraussetzung. Gut, zum Abschluss vielleicht noch eine Bemerkung, zwei Bemerkungen, die eine zum Thema Selective Trees, die andere zum Thema Redundanz. Es ist natürlich möglich, hier selektive Bäume aufzubauen, das heißt, wenn ich die Situation habe, dass ich jetzt sehr viele Multicast-Gruppen habe und einige davon sind vielleicht nur bei bestimmten PE-Routern nachgefragt und einige davon haben vielleicht sehr, sehr viel Verkehr, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, sie über dieselbe Verteilinfrastruktur zu verteilen. Und deswegen bin ich natürlich in der Lage, auch selektive Bäume aufzubauen. Das kann ich relativ einfach signalisieren in dieser BGP-basierten Geschichte. Dafür gab es, haben wir gesehen, Typ 3, Typ 4 spezielle Route-Updates. Die kann man einfach senden und dann kann das dynamisch oder auch statisch aufgebaut werden. Die zweite Bemerkung, die ich noch machen will, ist zum Thema Redundanz. Es ist natürlich so, dass wenn ich eine kritische Information zu verteilen habe, dann werde ich das typischerweise nicht mit einem Sender tun, sondern mit zwei oder drei Sendern. Das heißt, ich werde redundante Sender haben. Es ist aber natürlich so, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, dass es natürlich nicht besonders schön ist für einen Empfänger, wenn er zwei Kopien desselben Pakets bekommt. Das heißt, ich habe zwei Sender, die streamen rein und irgendwie sollte das Netz dafür sorgen, dass aber in Wirklichkeit nur einer dann halt hinterher zugestellt wird. Und das macht man in dem BGP-basierten Ansatz mit dieser Control Plane letztendlich über einen Mechanismus, der heißt Single Forwarder Election und funktioniert letztendlich genauso wie lokale Präferenz in normalen Unicast-Routen. Das heißt, man hat zwei Streams, einer wird in der Routing-Tabelle mit einer höheren lokalen Präferenz bewertet als der andere und dementsprechend taucht dann in der Routing-Tabelle als aktiver immer nur einer auf und nur der hat dann einen aktiven Forwarding-Eintrag. Wenn der wegfällt, gibt es quasi schon eine Backup-Route und man kann dann relativ schnell umschalten.
Wenn die nicht explizit gesetzt ist, diese lokale Präferenz, dann ist es so, dass man typischerweise sich für die höhere IP-Adresse entscheidet. Aber letztendlich macht man das normalerweise so, dass man wirklich ein Active Standby-Konzept hat. Gut, die letzte Bemerkung, die ich jetzt noch habe, ist, dass es in den letzten Jahren, auch wenn es vielleicht ein bisschen esoterisch erscheinen mag, einen sehr starken Bedarf gab, gerade aus der Finanzbranche, sogenannte Extranets aufzubauen. Ein Extranet ist letztendlich ein Netzwerk, das kennt man ja aus dem Unicast-Fall, wo bestimmte Kommunikationsteilnehmer in verschiedenen VPNs sind. Ja, das hat nichts mit Inter-AS zu tun, sondern es ist einfach so, dass man verschiedene Kunden hat und die Kunden wollen in einer bestimmten Art und Weise miteinander kommunizieren. Das heißt, der Kunde möchte für bestimmte Informationen auch mit einem anderen Kunden kommunizieren können. Und genau das hat man im Finanzsektor relativ häufig. Die Anbieter von Finanzdaten sind typischerweise irgendwelche Financial Broker und die Klienten sind typischerweise halt Banken und die sind in typisch unterschiedlichen VPNs. Das heißt, die Sender und die Empfänger von Multicast-Strömen sitzen unter Umständen in verschiedenen VRFs. Und genau das wird adressiert mit einem Draft, den Raul Agarwal eingebracht hat, zum Thema Multicast-VPN-Extranet. Das ist, wie gesagt, noch im Draft-Zustand, aber es gibt schon Implementierungen dafür. Beispielsweise, wir haben Anfang des Jahres auf der MPLS WorldCon vorgestellt ein Beispiel davon. Bei einem Kunden, bei dem wir das implementiert haben in London, der das bereits einsetzt. Also das ist was gerade im Finanzmarkt ein ziemlich heißes Thema ist, was sehr gerne verwendet wird. Gut, ja, das bringt mich zum Abschluss. Diese neue Control Plane, die es seit, wie gesagt, 1-2 Jahren gibt, ist mittlerweile in mehr als 25 Netzen im Einsatz, einige davon hat meine Firma aktiv mitgebaut. Hauptsächlich, wie gesagt, im Finanzsektor. IPTV kommt jetzt langsam. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben, aber ich wäre jetzt am Ende. Vielen Dank.